Nein, die, aber heutzutage werden sie ja nicht mehr auf den Müll geworfen, weil sie ja gar nicht mehr entwickelt werden. Die gehen ja im Computer schon verloren. Die gehen als Sinke weg. Die gehen als SD-Karte, lösen sie sich auf. Oh, das ist ja weit. Oh. Vielleicht war das doch keine gute Idee. Nee. Ne? Aber jetzt können wir nicht wieder zurück. Nein, geht kein zurück. Das ist auch eine Burg, oder was ist das? Ja, das ist doch dieses Elmo oder dieses Ei. Es hat irgendwas mit dem Ei zu tun von Christus Kolumbus. Oh, guck, da schleppt sich auch jemand. Hier ist eine junge Frau. Das ist doch ein Herr. Hier da unten. Der in lila. Da unten. Guck, da ist auch ein Kreuzfahrer, der jetzt abdampft. Ja. Da hinten. Oh ja. Bin ich ja fast das wolltest dran. Du ja unbedingt machen. Das überlegst du mir ja. Ja, wenn die sagt, das ist so billig. Ja, die wusste, glaube ich, auch nicht, was. Kann man ordentlich mal zuschlagen. Essen. Aber dieses MSC, die bieten das wirklich an. Wie nennt euch das ich so? Wollte ja immer mal fünf Tage für oder 100 so. Euro. Nee, da gibt es keinen Malunterricht mehr. Das ist nur. Ja, das freut mich und dann größeres. Ja, das gibt es nur auf den Guten. Wenn man sich nicht drum kümmert, kriegt man das natürlich nicht. Die sind ja so riesig, da sind ja 3000 Leute, glaube ich, drauf. Es geht da aber auch wirklich nicht mehr darum, irgendwas zu sehen, sondern nur noch, dass man da Luxus-Relativen nicht für. Naja, das ist also ja was auch, für, weißt du, siehst du mal die Bar und den Pool und das Shuffleboard und das Theater und was da alles ist, ne? Naja. Das ist schon toll. Für Leute, die sonst das nicht kennen, ist es vielleicht ganz schön. Die müssen ja auch ein bisschen was bieten, sonst kommt ja keiner wieder. Ja, also mir haben einige gesagt, dass diese Queen Mary ihnen zu groß ist, dass sie doch lieber die Deutschland. Deutschland ist zum Beispiel 1000 Mann, Queen Mary sind 3000 oder 4. Das ist zu unpersönlich. Hm. Und das kann ich auch verstehen. Und dann gibt es bestimmt auch wieder einen Kampf zwischen den Nationen. Da ist ja immer diese wie viele Russen sind da? Frau, die 18 Enkelkinder haben. Diese Katholiken. Warst du da mal? Nee, du sagst, die wohnen da irgendwie in Wartenau, nicht? Da ja, in so einem alten Fabrikgebäude. Ja, da wohnten die damals. Aber ich habe da mal ein Porträt von ihm gemacht. Das war sehr gut geworden. Und dann habe ich sie auf Sylt gesehen, da wohnten sie in dem großen Haus da am Meer, an der Promenade. Und da habe ich gesagt, wollen Sie denn nicht noch von genau. Ich glaube, sie kommt da nicht wieder hin. Da war er schon ziemlich gebrechlich. Mhm. Und der eine Sohn, der war doch auch schon alt und dick, der hat doch bei uns dann nochmal das Enkelkind. Ja, der arbeitet doch bei der Uni, der war, ne?